ist Laura und es gibt heute ein Make-up-Tutorial von mir. Und zwar schminke ich das Make-up aus meinem letzten Video, Dinge, die Laura nicht sagt. Verlinke ich euch in der Infobox, da haben mich so viele Leute gefragt, ob ich mal das Make-up nachschminken kann. Und ich muss sagen, ich habe an dem Tag ein bisschen improvisiert, habe zum ersten Mal das Make-up geschminkt. Zum Glück habe ich ungefähr 1000 solcher Bilder auf meinem Handy. Ich trage jetzt als erstes einen Primer auf. Wisst ihr ja mittlerweile, dass ich das ganz gerne auftrage. Ich finde einfach, das macht die Haut schön weich und dann sieht die Foundation auch schöner aus, wenn man die aufträgt. Aber ich benutze das auch nicht zur Schule. Also wenn ich ganz normal mich täglich schminke, dann lasse ich den Primer meistens aus. Jetzt muss ich mir meine Foundation mischen. Ich habe nämlich zurzeit keine Foundation, die mir so perfekt passt, weil meine jetzt leer gegangen ist. Deswegen habe ich jetzt hier so ein Gemisch. Aber es passt eigentlich so ganz gut. Und meine Foundation verblende ich mit dem Real Techniques Pinsel Sculpting Brush. Leute, ich habe eine sehr gute Nachricht für euch. Ihr könnt es nicht glauben. Ab dem 3. Dezember wird es Real Techniques Pinsel in Deutschland geben. Und zwar gibt es die dann bei Douglas zu kaufen und in einigen DM-Filialen. Leider nicht in allen, aber ich hoffe, dass die so nach und nach alle hinterherkommen. Evelyn-Pinsel und so sind natürlich günstiger, aber ich finde einfach, sie sind das Geld wert. Also sonst hätte ich wohl mittlerweile nicht so viele davon. Und ich muss sagen, das ist auch ganz schön schlau von denen, das jetzt so kurz vor Weihnachten zu machen. Und dann werden die weggehen wie sonst was. Wie warme Semmeln, sagt man das nicht? Übrigens unter mein letztes Make-up, das von Kylie Jenner, das verlinke ich euch mal in der Infobox, da hat mir eine Zuschauerin geschrieben, dass sie schon den Gedanken eklig findet, Foundation auf die Ohren zu machen. Aber Leute, ich mache da ja nicht viel Foundation drauf, ich blende ja im Gesicht und das, was noch so ganz bisschen am Pinsel dran ist, das kommt einfach ans Ohr drüber, damit ich hier nicht so eine Kante habe. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt fangen wir mit dem Augen-Make-up an, da trage ich als erstes einen Primer auf. Ich habe lange Zeit nie einen Primer benutzt, ne? Aber Leute, es macht wirklich etwas aus. Der Lidschatten kommt viel stärker raus und er hält auch einfach länger. Jetzt geht's los mit dem Augen-Make-up und ihr könnt euch es wahrscheinlich schon denken. Ich benutze einfach wirklich keine andere Palette mehr. Jetzt nehme ich diesen Pinsel. Ich liebe diesen Pinsel einfach. Das ist der Crease von Zu Eva. Und da gehe ich einfach in so einen hellbraunen Ton Milk Chocolate aus der Palette und trage den einfach in meiner Lidfalte als erste Farbe so verblendet auf. Was ich noch zu der Palette sagen wollte, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon häufiger erwähnt, es gibt ein günstiges Dupe dazu. Und zwar auf der Seite von Cosmetic for Less gibt es von der Marke iHeart Makeup ein Dupe dazu, die wirklich genau die gleichen Farben drin hat. Wenn ihr das Tauschpäckchen von Julia auf ihrem Kanal gesehen habt, was ich ihr geschickt habe, da war übrigens auch die Palette von iHeart Makeup drin. Jetzt gehe ich mit diesem Pinsel in die nächste Farbe, benutze ich auch immer. Wie ihr sehen könnt, habe ich vergessen, meine Pinsel zu reinigen. Mit dem gehe ich jetzt in diesen Ton, so ein mittleres Braun mit ein bisschen Schimmer und trage das außen und so ein bisschen in meiner Lidfalte auf. Also da geht es wieder einfach nur ums Verblenden. Jetzt gehe ich mit diesem Pinsel in die nächste Farbe. Ist so einer meiner ältesten Pinsel. Ist von Rossmann, glaube ich. Habe ich mir irgendwann vor Ewigkeiten gekauft. Und da gehe ich jetzt in diesen Ton. Also ist ein wirkliches Dunkelbraun mit Glitzer. Und das trage ich jetzt so sehr exakt auf, damit das noch mehr Tiefe bekommt. Und jetzt gehe ich mit diesem Pinsel wieder rein und verblende das so ganz bisschen, aber nicht zu stark. Der Lidschatten unten, das ist ja eigentlich so das Auffälligste an dem Make-up. Das kommt erst später, also nicht wundern. Das war es erstmal schon mit dem Lidschatten. So, fange ich mal an mit dem Eyeliner. Und ich kann leider nicht nebenbei reden, weil sonst wird das leider nichts. Und das ist der erste Lidstrich. Ist mir sehr gut gelungen, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das sind die Lashes, die ich heute auftragen werde. Die sind halt relativ lang, aber ich sag mal so, die sind gar nicht so auffällig, da ihr seht, dass die halt schon eher fein sind und halt so, also es ist nicht so ein richtiger Busch. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. So, den Kleber lasse ich hier jetzt leicht antrocknen und in der Zeit tusche ich schon mal meine Wimpern.
Man sieht den weißen Kleber jetzt noch sehr stark, aber der trocknet ja durchsichtig und später, wenn man den noch sieht, kann ich auch noch mit dem Eyeliner wieder drüber gehen. Ich mache als nächstes meine Augenbrauen, die müssen natürlich erstmal schön in Form gebürstet werden. Jetzt habe ich die nachgemalt und jetzt gehe ich nochmal mit diesem Augenbrauengel von Essence durch meine Augenbrauen und bürste sie nochmal in die gleiche Richtung, damit die auch wirklich so bleiben. Als nächstes komme ich zum Konturieren und Highlighten. Ich fange mit dem Catrice Concealer an, also mit dieser Camouflage. Ich liebe diese Camouflage, weil die erstens einfach sehr gut deckt und einfach einen sehr guten Farbton für mein Gesicht hat. Und lange hält. So. Also erst einmal ist natürlich ganz wichtig unter den Augen, weil ich Augenringe des Todes habe. Da mache ich noch ans Kinn, an die Nase und auf die Stirn. Um so ein bisschen Form in mein Gesicht zu bekommen. Und dafür nehme ich wieder den Pinsel von Real Techniques und blende das schön in meine Haut ein. Und jetzt gehe ich mit einem zweiten, helleren Concealer noch einmal unter die Augen. Nicht mit besonders viel Produkt, sondern einfach nur so ein paar Punkte, damit meine Augenringe wirklich weggemacht werden. Ich benutze ja eigentlich immer transparentes Puder, aber mir ist aufgefallen, dass ich noch dieses Puder von Rimmel habe und das möchte ich jetzt einfach aufbrauchen, damit es weg ist und das ist halt, also es gibt nicht so viel Farbe ab, deswegen ist das auch relativ gut dafür. Und als erstes konturiere ich jetzt ganz bisschen meine Nase, weil das ist mir selbst nie aufgefallen, aber Ilona hat gesagt, ich sollte wenigstens vielleicht ein bisschen meine Nase konturieren. Weil das immer wie so ein ganz heller Fleck in meinem Gesicht aussieht. Deswegen soll ich da einfach nur so ein ganz bisschen... Ich bin nicht gut im Nase konturieren. Ich habe das schon so oft versucht, aber es sieht einfach immer komisch aus. Aber dass ich hier einfach so ein bisschen außen lang gehe, weil ich halt mein Gesicht konturiere. Und dann ist alles so konturiert und in Form, außer meine Nase ist so wie so ein Fleck. Und dann konturiere ich natürlich meine Wangenknochen und alles andere in meinem Gesicht, so wie ich es immer mache. Jetzt beenden wir meine Augen und zwar seht ihr, dass ich unten so einen lilanen Ton dran habe. Den gibt es beispielsweise in der Chocolate Bar Palette. Hier zum Beispiel, man kann diesen Ton nehmen oder den oder den oder den. Die sind relativ ähnlich. Ich glaube, bei Catrice gibt es auch so einen ähnlichen. Jedenfalls habe ich einen von Elf. Den hat mir Ilona mal gegeben. Ich glaube, die hat den irgendwann mal von Elf zugeschickt bekommen. Und das ist einfach so ein schöner Ton. Den habe ich jetzt schon häufiger verwendet. Ist einfach so ein richtig schöner Bordeaux-lilaner. Toll, jetzt ist da was rausgefallen. Und dafür nehme ich jetzt so einen Pinsel, der relativ spitz ist. Gehe so ein ganz kleines bisschen da rein. Wie ihr seht, da kommt direkt richtig viel Farbe dran. Und klopfe das ab und trage das jetzt schön unten am Auge auf. Nehmt nicht zu wenig Farbe und ihr könnt die auch ruhig gut nach unten weiter verblenden. Weil man soll das ja schon gut sehen, sagen wir es mal so. Jetzt trage ich so ein bisschen Rouge über die Kontur auf. Nicht zu viel, einfach nur so ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht. Und darüber kommt dann auch noch Highlighter. Der ist von Yves Rocher, hat mir irgendwann mal meine Mama gegeben. Ist wirklich schon ewig alt. Den trage ich jetzt mit so einem Fächerpinsel hier oben auf meinen Wangenknochen auf. Also ich finde es zwar schön, wenn die Wangen so richtig leuchten und strahlen, aber ich finde, mit so einem kann man halt nichts falsch machen, weil da kannst du so viel Produkt drauf machen und man sieht ihn halt nicht so stark. Und dann kann man auch ruhig was auf die Stirn machen, selbst wenn man irgendwann anfängt zu ölen, so wie ich. Dann kann man auch ruhig mal hier ein bisschen Highlighter drauf machen. Dann liebe ich es, wie Daisy Perkins vorne an der Nase Highlighter dran zu machen. Hab mein Lipgloss gefunden. Auf jeden Fall trage ich das hier jetzt auf.
Ihr könnt mir gerne Bilder schicken von dem Make-up auf Instagram oder Twitter, wenn ihr es nachschminkt. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr es findet und was eure Ideen für mein nächstes Make-up-Tutorial sind. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.